Jobs hier gemacht, SMD-Löten, ein paar kennen mich, manche nicht. Viele werden wissen, ich mache es lieber gern selber, im Gegensatz zu Rui, ich löte die Sachen selber zusammen und freue mich dann, wenn sie funktionieren. Ja? Natürlich ärgere ich mich auch, wenn sie nicht funktionieren. Das kommt öfters vor, als dass ich mich freue. Gut, eine kleine Einführung, warum machen wir sowas eigentlich? Naja, wenn so ein Haus voll automatisiert ist und wir irgendwann mit 70 Jahren wissen, es funktioniert, dann ist so ein Haus auch ziemlich cool. Und in Zukunft wird es auch kommen, dass wir im Grunde genommen unser Haus nicht mehr steuern, sondern irgendwo eine Cloud von der SAP existiert, die Regeln hat und die dann unser Haus steuert und wir dafür 50 Euro im Monat Abonnement bezahlen. Das wird kommen, glaubt es mir. Gut, natürlich erstmal Energiesparen, ist klar. Das ist immer ein großes Thema. Man kann, wenn man im Urlaub ist, die Heizung runterfahren, nicht ganz runter, weil dann kriegt man im Haus wieder nicht so schnell warm, aber zumindest so um die 10 Grad. Man könnte Licht im Büro nur dann anmachen, wenn ich auch da bin. Also wenn ich in das Büro reingehe, wenn ich rausgehe, wird das Licht halt ausgemacht. Dann geht auch gleich mal der Rechner an oder sowas. So eine Sachen kann man machen. Dann gibt es natürlich Sicherheit. Natürlich, wenn man einen Fenstersensor hat und einen Einbrecher klopft und man ist gerade im Urlaub, dann gibt es halt eine SMS, man kann den Nachbarn anrufen, der holt die Polizei und dann gibt es Ärger. Oder natürlich Feuer, Wasser, ja, Feuermelder ist klar. Ja, aber schön, wenn der Feuermelder nicht nur piepen würde, sondern mir auch sagen würde, dass er brennt, indem man mir halt eine SMS schickt. Also nicht, wenn ich nach Hause komme und dann nur noch ein qualmendes Etwas sehe. Nein, aber der Feuermelder hat funktioniert. Ne? Und natürlich Wasser spielt immer eine Rolle. Ja. Auch andere Sachen, das Dach wird abgehoben, keine Ahnung. Über Erschütterungssensoren und so weiter kann man eine Menge machen. Ein ganz kleiner Sensor am Fenster, der im Grunde genommen nur registriert, ob das Fenster offen ist oder ob es angesenkt, Quatsch, gekippt. Wie sagt man? Angekippt ist, genau. Oder ob halt ein Einbrecher versucht, das Ding einzuschmeißen. So ein kleiner Sensor mit einem kleinen Transceiver kann schon, also besser gesagt, der Gateway kann entscheiden, ist das jetzt das Fenster einfach nur offen oder wurde gerade eingebrochen. Mein Besitzer ist gerade im Urlaub, wen benachrichtige ich jetzt. Ja? So kann man sozusagen relativ schnell die Nachbarn, die Polizei oder so informieren und schon hat man den Täter. Dann gibt es natürlich mehr Komfort, jeder kennt es, wir wollen in Urlaub. Und dann geht es los, alle müssen durch alle Etagen rumrennen, sind die Heizung aus, ist der Strom aus. Man weiß gar nicht, hier ist irgend so ein kleiner, mieser Boiler, der mit Wasser heizt, unter der Spüle heizt trotzdem weiter mit dem Urlaub. Das ärgert mich jedes Mal, ja, weil ich ihn vergessen habe. Und natürlich können wir da bestimmte Sachen anhand der Werte, die wir von Sensoren bekommen, steuern. Also wann geht die Sonne unter, habt ihr eine Sprühe jetzt schon mit Tieflicht, wann ist es heiß draußen, wann ist es kalt draußen. Wenn es über 40 Grad sind, macht die Jalousie runter und so weiter, damit das Haus kühl bleibt. Ohne unser Zutun. Also vollautomatisch. Das wäre schon nicht schlecht. Ne? Dann natürlich Remote-Zugriff über das Internet. Finde ich jetzt für eine Bewässerung meines Balkons auch sehr wichtig. dass ich halt auch Sicherheit habe, dass es funktioniert, wie es durchläuft und so weiter. Und natürlich am Ende der Fun. Just for fun. Letztendlich machen wir nur alle als Hobby. So ein System ist nie fertig. Ja, und das macht halt gerade den Spaß an der Sache, dass man halt seine Systeme verbessern kann und so weiter. So eine Sache wie die, das ist mir auch passiert. Ich hatte mal ein Arduino Duo, nee, den mit Funk, den mit WLAN. Da wusste ich nicht, der läuft nur mit 3,3 Volt. Der hat sich verabschiedet, eine kleine Wolke. Ich habe es dann Wolke wieder zurückgeschickt. Und habe gesagt, der geht nicht, aber war natürlich im Weilen, nein, eigentlich immer. 70 Euro waren weg. Das ist dann auch sehr schön. Was kann man denn nun alles so? Stört sich jemand an meinem Berliner Dialekt? Ich komme halt aus Berlin, wir können nicht anders. Was kann man denn noch in einem anderen Dialekt machen? Ich schaffe, ich muss. Ich versuche es. Nee, bleib mal Berlin. Ja, okay. Ein Glasbreaker-Detektor. Ich habe mir einfach so mal so ein schönes Bild rausgeholt, was unser halt machen kann. Weil da sieht man halt, das ist ein Riesenfeld. Man kann den Fernseher an und aus machen, die Musik kann einen begleiten, durch die Räume, wenn man da durchläuft, die Licht steht an und so weiter. Alle natürlich mit dem Vorteil, also für mich wäre es besser, wenn man alle aus einer Hand hat. Also eine Software, die alles steuert und nicht fünf Dienste, die man auf dem Raspberry laufen hat.
Das hat wohl jetzt natürlich so gemacht, weil gerade die Software immer mal die gepasst hat. Aber da gibt es schon Lösungen, das muss man nicht haben. Das geht schon irgendwie, dass man nur einen Dienst hat und den halt dann erweitert oder auch selber erweitert. Das ist ja alles Open Source, da kann man auch selber zugreifen. Dann geht das schon. Gasalarm, Detektor finde ich auch sehr wichtig. Wenn man der Teenager heimlich raucht oder so, ja, dann geht der Alarm los. Oder Air Condition. Air Conditioning ist auch, spielt halt in Amerika viel eine Rolle. Ne? Die haben die Dinger ständig an. Die Jalousien sind unten und die Lampen sind an. Also wir haben einen Stromverbrauch manchmal, das ist echt immer. Dimming Control, Lightning Control, TV, Emergency Panel, achso, jetzt für alte Unis, die dann vielleicht irgendwie Hilfe brauchen und so weiter. Also da gibt es ein weites Feld und da kann man halt sehr gut personalisieren. Jetzt müssen wir erstmal klären, was ein Sensor ist. Ich würde es eigentlich nicht machen, weil letztendlich, ihr habt es ja schon so viel gehört, wir haben ja heute ein bisschen normalerweise wäre ich ja der erste Vortrag gewesen, aber gut. Sensoren sind halt Geräte, die nur Werte senden, aber eigentlich nicht empfangen. Nee, Quatsch. Doch, die Werte senden, aber nichts empfangen. Aber sie empfangen meistens eins noch, das ist der ACK vom Gateway. Also der sagt, ich habe deinen Wert verstanden, kannst du dich wieder schlafen legen. Ansonsten versucht es der Sensor nochmal, ne? Und nochmal. Typische Sachen sind Thermometer, Lichtschalter. Auch ein Lichtschalter, ist eigentlich ein Sensor. Ja? Man drückt. Und ja, irgendwie, was passiert, was Bewegungsmelder, gut, dann kann man sie jetzt mehr so kombiniert, sagen wir mal. Feuermelder, Wassermelder und so weiter. Dann gibt es noch die Aktoren, die machen nur genau das Gegenteil, die führen irgendwas aus, die Aktion an sich, auch wieder Lichtschalter, nicht an. Steckdosenschalter und so weiter, LED-Stripes sind auch eine schöne Sache, da kann man dann so, ja, für die Frau ein bisschen romantisch machen und so, ne? Alles ist rot und dann schaut man sich einen Liebesfilm an oder so. Genau. Dann haben wir unser Gateway. Ich persönlich benutze immer einen Raspberry, wie auch schon der Uli. Die Dinger kosten halt nur 30, 40 Euro. Ich glaube, hier weiß auch jeder, was ein Raspberry ist, oder? Immer Hände, wo wer es nicht weiß. Gut, wollte mich schon einen mitbringen, mal zeigen. Aber wir haben ja ein Foto. Und der Teil ist halt genial, kostet nur 30 Euro, die Festplatte ist eine SD-Karte und da kommt ein Linux-System drauf und da hat man einen kompletten Rechner, wenn das Ding mal kaputt geht, 30 Euro. Passiert aber gerne. Linux-WLAN-Stick ist klar und dann kann man kleine Funktransceiver anschließen. Ihr habt schon einen gesehen, das war der Kull. Im Grunde genommen Funktransceiver kann senden und empfangen. Und der kann halt auf einer bestimmten Frequenz, wie zum Beispiel 433 MHz, alle Protokolle bedienen, die es so gibt. Ja, nicht nur diese deine. Wenn man das Protokoll gehackt hat, gekriegt hat, wie zum Beispiel auf dem KNX von Siemens und so weiter, das wollte eigentlich der Lars heute vorstellen, genau, das sollte heute auch noch sprechen. Aber der kommt dann beim nächsten Mal in 3-4 Wochen und erzählt euch dann mal, wie der das Reverse engineert hat. Weil so ein KNX und Google ist ziemlich teuer. Ich sag mal, der Thermometer kostet so um die 60, 70 Euro, kann es sein. Kriegt damit 5 Euro hin. Ausbruchssystem ist das, aber kommen wir später zu. So ein Gateway ist also wichtig. Ich habe mich für Funk entschieden, weil wir wollten nichts unter Putz verdienen. Da geht da fast alles und da kann man eigentlich im Baumarkt kaufen, was man will. Das sind diese Funksteckdosen, ne? Das ist so dieses klassische Beispiel. Dieses Protokoll ist extrem einfach. Der hört mit seinem Transceiver, das sind auch nur diese zwei Module für einen Dollar, hört er einfach zu und zeichnet dann die erkannten Signale auf in der Software und dann kann man halt die nehmen und damit sozusagen seine Funkstation schalten. Wie dekodiert denn hier der Transceiver schon oder der Raspberry Pi? Der Transceiver eigentlich. Der ist, nee, der Raspberry Pi. Der Transceiver ist im Grunde genommen sehr analog. Ja, also du schließt auch nur an den GPIOs an vom Raspberry und der Raspberry hört an den GPIO und versucht dann binär Zahlen zu erkennen und diese Zahlenfolge wird dann wieder umgesetzt auf den Sender. Und deswegen ist es relativ einfach. Das geht nicht bei jedem Gerät, das ist klar. Es gibt immer mehr Geräte, die sind RS-verschlüsselt und so weiter. Aber für den ersten geht es eigentlich. Der Controller ist eigentlich das Wichtigste. Und das ist für mich halt diese Ding, halt, wo ich aus 4-5 Teilen zusammengestellt habe, PI Lite. Das ist Pymatic. Das ist der Nachfolger von PI Lite. Das habe ich vorhin schon mal gefragt.
dieses System, ich stelle euch später vor, das kann im Grunde genommen über Plugins alle möglichen Sachen bedienen, wie die Bindings bei OpenHAB, wenn man es in Ordnung. Aber es ist halt nicht so ein Monster wie OpenHAB. Das Problem ist, ich habe es auch noch bei mir installiert. Ich habe 5 Minuten erstmal nur ins Logfile geschaut und der hat geladen und die Laden gedacht, was macht die Maschine? Ja, es ist irre, was sie da halt integriert haben und es sieht auch schon sehr professionell aus, glaube ich. Ja, also da hat ja dann schon Clips, liebsten Projekt darüber und so weiter. Ich mag es lieber leicht und deswegen Pymatic, das läuft über Node.js. Es gibt natürlich da eine Community, die programmieren dafür Plugins, die kann man in dem Webinterface einfach nachinstallieren. Dann gibt es eine große Konfigurationsdatei, das ist eine JSON-Datei. Also alles relativ leicht. Ich will da nicht so ein Riesenmonster bei mir haben, sondern einfach nur, weil ich auch selber programmieren kann. Ich bin ja auch Softwareentwickler, also von daher spricht mich das dann an. Aber ein Controller ist im Grunde genommen der, die ganzen Werte entgegennimmt und dann verschiedene Aktionen ausführt auf diesen Werten. Man kann es ganz einfach sehen, Temperatur ist unter 18 Grad, und die Heizung an. Es geht aber noch ein bisschen komplizierter. Wenn das Haus wüsste, dass ich gerade nicht da bin, also der Presence-Faktor, dann könnte das Haus sozusagen die Heizung runterregeln. Wenn das Haus wüsste, dass ich mehr als 200 Kilometer entfernt bin, weiß das Haus, dass ich im Urlaub bin. Oder auf Dienstreise. Jedenfalls brauche ich länger als eine Stunde, um zurückzukommen. Daraufhin kann das Haus dann verschiedene Sachen runterregeln. Wenn das Haus dann weiß, ich bewege mich auf meinem Haus zu, wird wieder alles angeschaltet. Da merkt man schon eigentlich, was möglich sein könnte in Zukunft, wenn das Haus halt mitdenkt. Und dazu braucht man halt diesen Controller. Dieser Controller kann auch regeln, wie sich die Maschine auch umsetzen. Das heißt also, das kann dann auch nach dem Prinzip if, then, gibt es denn eigentlich hat so mal 3 T's, ich weiß nicht warum. If this, then that, ja. Wie bitte? If this, then. If this, then that, genau. Ja. Das Prinzip ist hier auch, wenn also das passiert, dann tue das. Ist hier auch bei diesem System. Außerdem kann es auf verschiedene Interfaces zugreifen. MQTT ist sehr berühmt. Das ist im Grunde genommen nur ein Protokollstack, wo Sensoren seine Daten hinschicken. Und andere Clients dann einfach nur bestimmte Kanäle abonnieren und dann halt diese Daten zeitnah, also sozusagen on the fly, bekommen und diese dann auswerten können. Dann gibt es natürlich noch OpenHAB, das hatten wir ja schon erwähnt. Oh, jetzt habe ich mal falsch gemacht. Hilfe, der falsche Knopf. Ich habe hier nämlich einen neuen Rechner und weiß noch nicht so richtig. Seht ihr was? Ja. Der. Ach schön. So, da gibt es bestimmte Fertiglösungen. Die müssen wir jetzt nicht alle durchkauen. Ich habe sie mir nur mal, weil wir den Vortrag vorbereitet haben, mir nur mal angeschaut. OpenSwipe sind FS 20, das hatten wir schon erwähnt. Nachteil, also erstmal sind die verschlüsselt, glaube ich. Dann sendet es nur Befehle raus, ohne dass es einen Akt kriegt. Das heißt also, er weiß nicht, ob die Steckdose angeschaltet wurde. Er vermutet nur, so 95% funktioniert es auch. Aber ja, es ist ein sehr einfaches System, trotzdem finde ich teuer. Es ist nicht gerade günstig. Es ist günstiger als Homematic, aber auch schon, ja, die EWV ruft da schon nette Preise auf. 868 MHz, hier in Europa sind frei, 100 Meter Freifeld, also kann man davon ausgehen, ungefähr 50 Meter in der Wohnung. Das soll eigentlich ein geschlossenes System sein, aber natürlich wurde schon von einigen Kollegen reverse engineert, ist der Link dafür. Das heißt also, man kann dieses Protokoll emulieren und im Vergleich zu den anderen Systemen ist es relativ günstig. Dann gibt es noch den Homematic. Das hat dann eine Bestätigung mit dem Funksystem. Und Aktoren können auch empfangen und senden. Aber der Preis ist halt doppelt so hoch wie beim FS20. Ich sag mal so, so eine Fertigsysteme sind nicht schlecht. Man packt sie sich rein, man muss nichts löten, man hat Garantie und so weiter, aber man ist abhängig von dem Hersteller. Ja? Die Sachen sind auch nicht gerade billig, aber wer jetzt nur praktisch nicht veranlagt ist und zwei linke Hände hat, dann ist das natürlich ideal. Die
Controller dafür, das sind halt so kleine Kästen, die sehen aus wie Apple TV, die lassen sich per LAN, glaube ich, anschließen. Die sind dann, die publizieren dann nach außen hin sozusagen die Daten, ne? Auch so mit schönen Webinterface und so weiter. Ja, warum nicht? Es geht, ist schnell aufgebaut und ist schön. Hier seht ihr das Keylog-System, da kann man dann auch immer nur hoffen, dass das funktioniert, sonst kommt man nicht wieder rein. Ne? Faszinierend finde ich, unter dem System ist der Schlüssel. Ne? Der dreht also im Grunde genommen, man steckt den Schlüssel rein, das System oben drauf und dann dreht man den Schlüssel mit diesem System. Okay. Und einige Komponenten sind natürlich auch wie der Schlüsseldreher da AES verschlüsselt. Das heißt also, wenn jetzt jemand einfach nur zuhört und den gleichen Befehl wieder schickt, dann könnte er die Tür öffnen, ist dann da natürlich nicht der Fall. Also man hat schon eine gewisse Sicherheit bei den Do-it-yourself-Lösungen. Gibt es teilweise Verschlüsselungssysteme, aber eigentlich wird das alles einfach so rausgeschickt und dann ist gut. Also da kann der Nachbar mithören und ja. OnWire wollte ich noch wenigstens mal erwähnt haben. Das ist halt keine Funklösung, sondern nur eine Leitungslösung. Das Schöne ist, es funktioniert über Ground. Und hier sieht man es schön im Hintergrund und über ja, VCC sozusagen. Aber in Wirklichkeit ist es nicht VCC, sondern das ist die Signalleitung. Jedes One-Wire-Gerät hat einen Kondensator, der sich langsam auflädt durch diese Signale und dadurch dann betriebsfähig ist. Das ist schon eine faszinierende Sache. Dadurch braucht man nur zwei Leitungen. Ich sage dazu mal Klingeldrahtnetzwerk. Es ist nichts anderes. Soweit könnte man dann natürlich auch schnell mal in seinem Haus verlegen, denke ich mal. So ein, da ist immer ein Platz für. Der jetzt also nicht auf Funk steht. Ja. Aber eigentlich nur Temperatursensoren, oder? Ich meine, ich nutze doch sonst für jetzt irgendwie solche Aktoren. Ja gut, ich würde mir den selber basteln dann. Okay. Mit einem kleinen Artini, der ist dann parallel geschaltet mit einem Kondensator und hat dann meistens so viel Energie, dass er kurz was aussenden kann und dann lädt er sich wieder auf. Aber nee, er kommuniziert ja über die OneWire, er muss ja noch nicht mal was aussenden, sondern er kommuniziert ja über diese eine Signalleitung mit seinem Master. Es ist schon keine schlechte Sache. Ne? Also der DS1820 ist genau dann der Temperatursensor, den du dann an Arduino anschließt, der genau nach diesem Prinzip arbeitet. Aber du kannst bis zu 100 Temperatursensoren anschließen. Das ist halt das Spannende. Man könnte es auch mit IQ10 machen, aber darfst du nur bis 12 Meter. Also laut Referenzdesign nur bis 5 Meter sogar, weil IQ10 ist eigentlich nur gedacht für Kommunikation direkt auf der Leiter. So, andere KNX, hat jemand von euch KNX? Ach, Tatsache, und schon gehackt. Aber es ist doch schon teuer. Ne? Also, das ist dann schon Gebäudeautomatisierung. Das heißt also, im Grunde genommen wird das gesamte Hausbussystem, läuft dann über 4 Drähte, 9600 Baud. Und wenn man da was anschließen will, dann muss man es kaufen. Ist das dann? Wird das jetzt sein? Ja, gut. Dann gibt es noch das HomeKit von Apple, ganz neu. Okay. Dann gibt es noch das HomeKit von Apple, ganz neu. Der geile Scheiß von morgen sozusagen. Da ist es hochinteressant, weil im Grunde genommen stellt Apple ein Apple TV sozusagen in die Wohnung. Und da läuft sozusagen dieses Framework und erkennt dann, wenn Geräte gekauft wurden sozusagen, die in dieses Framework reinpassen. Ja, also die diesen Framework unterstützen. Dann wird es automatisch angezeigt auf allen iDevices, sieht man auf einmal alles klar, du hast hier einen neuen Temperatursensor, können wir den hier irgendwie integrieren und so weiter. Schon eine coole Sache, aber ja, ist noch im Aufbau. Dann habe ich auch gesehen, AVM Smart Home, fand ich auch interessant, läuft auf der Fritzbox, hat aber leider nur zwei Devices, ja? Einmal einen An- und Ausschalter und einmal einen An- und Ausschalter mit Energie. Analyse sozusagen, wie viel Energie verbraucht dieses Gerät. Da, wie ich AVM kenne, ich komme ja auch aus Berlin und man kennt sich, das dauert ewig noch. Also bis da 10 Devices rausgekommen sind, sind 10 Jahre vergangen. Dann fand ich sehr interessant RWE Smart Home. Man kauft ein Gateway für 200 €. Und die zusätzlichen Geräte sind eigentlich so günstig wie FS20. Also Funksteckdose für 20 € und so weiter. Wer jetzt also wirklich
Garantie haben will und aber ein günstiges System, da könnte man durchaus RWE Smart Home mal empfehlen, weil die haben auch relativ viele Devices, die sie da anbieten, Lichtschalter, Temperatursensor, keine Ahnung. Man muss irgendwie 15 Euro pro Jahr bezahlen. Das bezahle ich an einem Tag, wenn ich irgendwas zusammenbaue, also von daher passt das schon. Und die Zentrale ist auch lokal. Ich habe mir auch ein paar Tests dazu durchgelesen. Viele sagen, es ist zu simpel. Ja, also wird man wahrscheinlich keine komplizierten Regeln aufstellen können, sondern nur sagen können, heize von 16 bis 20 Uhr und dann ist Schluss. Kommen wir zu den Open Source Lösungen. Wie heißt es eigentlich? EHM, freundliche, wer kennt das? Freundliche Hausautomatisierung oder so? Ist in Perl geschrieben, läuft als Service. Ich bin eigentlich kein Programmierer, aber ich hatte aus irgendeinem Grund halt mich dagegen entschieden, das zu benutzen. Es war mir dann doch vielleicht zu technisch. Ja, also keine Ahnung. OpenHAB, wie schon gesagt, habe ich schon erwähnt, das war mir dann doch ein bisschen zu groß, aber gut. Also hier haben wir OpenHAB, hier seht ihr auch nochmal den Eventbus, wie das funktioniert. Die verschiedenen Protokolle haben verschiedene Bindings, die werden dann hier sozusagen eingeklinkt in den OpenHAB-Eventbus. Und darüber die Schicht ist sozusagen für den User, das heißt dann, also da wird das User-Interface, da haben wir die Regel, die Rules, Engine und so weiter, dann auf bestimmte Events in den Bus reagiert. Temperatur sinkt unter 20 Grad, schaltet die Heizung an. Ja. Das sind dann so bestimmte Regeln. Die Regeln sollen, also die Automation ist wohl sehr stark, man hat das auch gesehen, man kann es programmieren, man hat also eine Rule, die im Grunde genommen programmiertechnisch beschrieben wird und dadurch kann man natürlich tolle Sachen machen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es dann immer ein bisschen kompliziert wird. Da gibt es verschiedene APIs und Interfaces, JSON, keine Ahnung, SOAP wahrscheinlich und die deutschen Sachen, wie man halt auf dieses System zugreifen kann. Eine Spielwiese für den Programmierer sozusagen. Und neue Bindings, Hersteller sollten sich einfach einbinden lassen oder man kann es auch selber steuern. Eine tolle Sache. Da haben wir noch den FH-Oberfläche für zu programmieren. Das ist jetzt zum Beispiel eine Tablettansicht. Perl sehr modular, ist klar, Perl arbeitet viel mit Modulen. Dann kann man sich bestimmte, da sehe ich auch ein paar Probleme, da kann man also nicht wirklich Rules machen, sondern man kann über Kalender und so weiter. Hat jemand Erfahrung mit FH dann? Weil so richtig kenne ich nicht aus. Hello? Keiner? Doch. Wie beschreibt man eine Rule in dem System? Also in der Regel? Also wie kann man sagen, schalt das Licht aus, wenn du um 10 Uhr abends oder die Sonne ist sogar. Verschiedene Varianten, über Notifies zum Beispiel. Notifies. Und da, wenn die Welt reinkommt, dann rufen die. Okay, das ist dann also ein anderes Device. Okay. Aber auch in Perl dann oder in der Sprache Perl oder ist das so eine eigene Beschreibungssprache? Man kann das einmal direkt konfigurieren, man kann aber auch Perl-Statements oder sowas erfahren, indem man die Readings oder sowas auswählt. Ja. Man kann sich auch eigene Funktionen dann schreiben. Ja, eigene Funktion zum Beispiel. Wenn man es komplizierter haben will, kann man dann sagen, mach mal eine persönliche Auswertung und komm zurück mit irgendwer. Ja, aber es ist nicht schlecht an, ja. Also wie schon gesagt, ich habe es mir einmal angeschaut und dann seid ihr, keine Ahnung warum. Das gebe ich hier. Auch hier wieder Plug and Play, also neue Geräte werden auto, also nicht alle, aber einige werden sofort im Netzwerk angezeigt. Sozusagen, ja. Also FHHEM weiß dann, alles klar, hier ist ein neuer Thermostat oder so. Ja, es kommt auf die Hardware-Struktur. Kommt auf die Hardware. Auto-Create, dann wird es praktisch permanent mit, wenn es dann irgendwas erkennt, legt es, sofern es in der Seite drin ist, das Device. Ja. Ja, dann muss man es nur noch konfigurieren. Nur noch konfigurieren, genau. Dann diverse Schnittstellen. Gut, ist jetzt auch nicht so schwierig, so eine Schnittstelle zur Verfügung zu stellen, aber ist halt wichtig auch, um halt dort vielleicht von draußen zu machen und so weiter. Dann ist das schon mal wichtig. Und beim Auftreten definierbarer Ereignisse werden dann zum Beispiel externe Programme oder Skripte zum Beispiel gestartet, ne, die dann wiederum andere Sachen machen, wie zum Beispiel eine Mail rausschicken, eine SMS schicken, Push-to-Talk und alles. Dann haben wir Pymatic, mein Favorit, habe ich eigentlich schon erklärt. Ich bin jetzt ein bisschen zu weit. Läuft halt über JS, leichter Service, JSON-Schnittstelle, Plugin-orientiert, Do-it-yourself-Charakter auf jeden Fall.
Leider haben sie es nicht durchgehalten, nur in JavaScript, sondern haben sie wieder so ein Coffee-Skript, was wieder drüber läuft. Und ich hasse sowas. Musste wieder eine Skriptsprache lernen und so weiter. Aber gut, das Forum ist sehr hilfreich, kannst du aus eigener Erfahrung sagen. Die Leute sind da extrem nett, kommen meistens aus Holland. Der Palmetti gemacht hat, ist aber glaube ich aus Deutschland und der hat auch PI Lite gemacht. Und halt die Regeln, die sind sehr einfach, indem man halt diese If-This-Then-That-Prinzip unterstützt. Dann habe ich mir überlegt, okay, wie baue ich mein Zambi-Sensornetzwerk auf? Zambi kommt eigentlich aus X, also alle meine Projekte fangen mit X an, das ist halt so seit 20 Jahren, und MB-Lite. Wie kommt man von MB-Lite auf die Hausautomatisierung? Ja, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf MB-Lite und dann bin ich irgendwie und hab's dann mit eigenen Sensor-Nodes probiert. Im Grunde genommen, was ihr hier seht, könnt ihr alles vergessen. Am Ende sind geblieben die Zambi-Kits, das sind also die kleinen Sensor-Nodes oder Aktoren, und da gibt es dann also auf dem Raspberry einen Zambi-Gateway, der liest über einen Transceiver seriell die Daten einfach nur einschickt, die an MQTT, und das war schon. Ja? Also im Grunde genommen ist da nicht mehr Technik drin. Ich habe dann auch angefangen, einen eigenen Server zu schreiben, und ihr habt es dann auch mitgekriegt, habe dann mit Grafiken die Daten dargestellt und so weiter. Und dann habe ich irgendwann mal auf Palmetto geschaut und ja, und die hatten schon alles. Ne? Also von daher hat man sich dann die Arbeit gespart. Zambi-Sensoren bestehen, also so sehen sie aus. Zambi-Sensoren bestehen aus einem Atini 84, der hat 8 KB Flash, 2 KB RAM. Da muss man dann schon, die kann man wunderbar mit einem Arduino IDE programmieren, installieren. Die Treiber dafür gibt es überall. Heutzutage ist es ja noch einfacher, man legt einfach nur die JSON URL ein da in dem Programm und dann werden schon die entsprechenden Programm und so weiter dazu geladen. Tolle Sache. Außerdem ist ein RFM12 Transceiver drauf. Der hat halt ziemlich viel Power. Der schafft über 100 Meter im Grunde genommen. Bei 4200 Baud. Dann gibt es einen Booster, den seht ihr hier an der Seite. Der ist einfach dafür gedacht, dass er die 3 Volt von der Knopfzelle auf 5 Volt erhöht, damit dieser Sensor auch laufen kann. Der läuft nämlich nur bis Minimum 4,5 Volt, dann zeigt er nur noch Mist an. Dann gibt es noch eine LED, dass man auch sieht, dass er was sendet, aber wenn man halt Strom sparen will, ist das halt ungünstig, wenn man dann immer flasht. Ne? Aber die kann man ja dann auch weglassen. Dann halt die Knopfzelle, und mit der Knopfzelle läuft das Ding. Also ich habe es jetzt noch nicht einzerbt, was ausgefallen ist, aber doch den V-Box-Sensor, aber den lag halt daran, dass er halt ständig gesendet hat. Laufzeit 1-2 Jahre, dann müsste man die Batterie wieder wechseln. Er sendet auch ständig seinen Stromzustand, sodass man dann eine Regel erstellen kann. Also wenn der und der Sensor halt unter 2,6 Volt fällt, dann schickt mir doch bitte mal eine Push-Message. Ja, was ich damit realisiert habe, ist zum Beispiel ein Zambi Mailbox-Sensor. Jetzt könnt ihr natürlich fragen, hä? Ein Mailbox-Sender ist der hoch. Warum geht er denn nicht jeden Tag? Und nee, will ich nicht. Außerdem war die Machbarkeitsstudie. Der läuft im Grunde genommen so, dass er per Infrarot einen Lichtblitz aussendet und ein Fototransistor den empfängt. Wenn sich die Reflexion ändert, dann ist was im Briefkasten. Wenn ich ihn also anmache, dann ist der Briefkasten immer leer, dann kalibriert er sich. Und sobald halt was im Briefkasten landet, dann weiß er anhand der Reflexion, dass da was ist. Manchmal weiß er doch nicht, wenn eine Postkarte ist und die liegt ein bisschen doof, dann hat sie es erledigt. Aber egal. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Urlaub bin, kriegt mein Nachbar eine SMS. Dann sagt er, das ist gut, da muss ich nicht immer zu dem Briefkasten rennen. Ich sage, siehst du? Also es geht schon. Im Grunde genommen, hier hat mich fasziniert, wollte einfach mal ausprobieren, Infrarot-Lichtschranke, ja, wie das funktioniert. Reflexion geht's, es funktioniert. Da unten ist noch so ein, da unten ist noch so ein kleiner Reset-Schalter, den brauche ich so alle 3 Monate, weil er dann halt Mist anzeigt und dann muss ich mal resetten und dann geht's wieder. Interessant ist auch, der hat ja einen Fototransistor, der hört leider auch auf die Sonne.
Und die CAPS versäumen halt dieses Infrarotsignal so zu kodieren, dass man, dass der Phototransistor weiß, der, so weit kommt nie in der Natur vor. Man könnte dann also eine Sinuskurve da schicken oder sonst was. Und ja, wenn es dann mal die Sonne richtig brutzelt auf dem Briefkasten, dann zeigt auch schon mal an, dass er voll ist. Ne? Gut, aber ich arbeite noch dran. Die Installation war sehr lustig. Meine Nachbarn haben mich beobachtet und haben gefragt, Frank, was machst du da? Ich bin ständig runtergerannt, hab das Ding reingemacht, hab meinen Laptop geholt, hab nachgeguckt, geht wieder nicht. Ob ihr macht, wieder hochgerannt, aufgeschraubt, wieder nachgeguckt, runtergerannt, wieder rangeklebt. Die sagen, was machst du da mit deinem Briefkasten? Ich sag, dann werden die alle noch in der Zeitung liegen. So. Dann haben wir natürlich noch Temperatur und Feuchtigkeit, den habt ihr gerade gesehen. Hier ist es halt besonders, das ist aber noch in Planung, ist mir noch nicht so richtig gelungen, dass dieser Sensor betrieben wird über eine Solarzelle und zwei Superkondensatoren, die ja da sind. Das würde also dann heißen, dieses System läuft ewig. Also ein Superkondensator kann man bis zu 5 Millionen Mal, glaube ich, auf, ab- und aufladen, 100.000 Mal, wenn ich jetzt nicht übertreibe. Das heißt also, Sonne, Kondensatoren laden auf, betreiben den Atini, der schläft die meiste Zeit, dadurch verbraucht er gerade mal ein paar Nanoampere, wacht dann zu einem definierten Zeitpunkt auf, schaut nach, ob der alte Wert sich zum neuen verändert hat und wenn ja, schickt er kurz eine Message raus und legt sich wieder schlafen. So ein Ding kann ewig laufen. Solange man es schafft, das hat es jetzt noch nicht geschafft, dass die Energiemenge reicht bis zum nächsten Mal. Aber ich arbeite dran. Die nächste Sache ist dann eine normale Innentemperatur mit einem DS18W20. Das ist ein One-Wire-Temperatursensor. Der schickt im Grunde genommen ja nur die Temperatur. Einfacher Aufbau. Habe ich mit der Vollständigkeit halber reingemacht. Das war halt so ein Sensor, den baut man als erstes, um zu sehen, ob es funktioniert. Ne? Der zweite ist ein Pflanzenfeuchtigkeitssensor. Deswegen habe ich nicht viel gesagt. Da sind im Grunde genommen nur zwei Drähte, die in dem Blumentopf drin stecken. Und der macht es halt so, der legt sich schlafen, und zwar für eine Viertelstunde, wacht dann auf, misst kurz, wenn sich der Wert verändert hat, schickt dann eine Message raus und legt sich wieder schlafen. Der verbraucht so wenig, die wird wahrscheinlich erst in 4 Jahren auswechseln müssen und so. Wie schon gesagt, das ist aber schon eine andere Herangehensweise als bei dir, weil er misst halt wirklich alle Viertelstunde nur. Und im Grunde genommen habe ich mich bei dem Projekt mehr darum beschäftigt, wie ich ihn so lange schlafen, dass er dann auch wieder aufwacht. Das passiert auch nicht immer. Ja. So, im Grunde genommen, da haben wir dann mein Gateway, das ist ein Raspberry Pi mit einer Aufsatzplatine, da ist dieser RFM12. B-Transceiver drauf, der auch bei allen anderen Sensoren mit dran ist, und die kommunizieren miteinander. Da gibt es viele, also erstmal hat er mehr Leistung als so diese normalen 1-Dollar-Sachen. So ein Sensor kostet ungefähr, so ein Transceiver kostet ungefähr 4-5 Dollar, je nachdem, wie viel man nimmt. Und er kann halt wirklich digital übertragen. Das heißt also auch habe ich verstanden oder send mal nochmal und so eine Sachen. Also, die Dinger haben mich nie verlassen. Irgendwann gab es mal ein Gerücht, die werden nicht mehr hergestellt, weil da kam RFM69 raus. Aber die Firma hat dann auch mal eine Pressemitteilung rausgeschickt. Die gibt es noch die nächsten 20 Jahre. Gut, haben wir gesagt, da können wir mitarbeiten. Das ist eine sehr feine Sache. Wir werden beim nächsten Mal, in 3-4 Wochen, werde ich mal ein paar Sachen mitbringen. Da wird es dann auch noch andere interessante Sachen geben. Der Lars wird hier sein. Und da werden wir euch das mal versuchen aufzubauen und zu zeigen, wie es funktioniert. So, das nächste ist das Zambi Serial Gateway. Das ist im Grunde genommen ein Perl-Skript, was als Dienst läuft. Und das macht dann halt nichts anderes, als die Daten zu empfangen. Die kommen so rein. Also das Datum müsst ihr euch mal wegdenken. Das ist 2015, nur die Daten kommen hier rein. Das ist dann die Notnummer. Dann wie viele Parameter ich zu erwarten habe. Dann der Stromparameter, also die Spannung. Das sind 2,972 Volt. Und der Wert an sich. Da ich die Notnummer weiß ich, das ist ein Temperatursensor. Hier muss ich das dann durch 100 nehmen. Dann haben wir 22,68 Grad.
Also so einfach wie möglich. Hast du dir ausgedacht, ne? Das ist jetzt sozusagen deine. Ja. 0,0 ist der Briefkastensensor. Ja? Das ist, der hat 0 Differenz, weil ich schicke mir immer noch die Differenzwerte mit, um halt damit arbeiten zu können. Man muss halt ihn ein bisschen unempfindlich einstellen, dass er nicht bei jedem Sache dann irgendwie sagt, kriegt dann irgendwie eine Post, eine Message, ah, ist wieder voll, von wegen. Aber wir haben schon mal mit dem Mailbox-Sensor rausgefunden, mir wird Werbung geklaut. Kein Witz. Wir hatten, wir hatten eine Post bekommen. Und um 11 wurde der Briefkasten wieder geleert. Aber dass meine Frau nicht zu Hause mit genug Arbeit. Wer war es? Ja, war dann später herausgefunden, war mein Nachbar. Der wollte halt unbedingt irgendeinen Gutschein für Futterhaus haben und hat dann einfach zugegriffen. Okay, eigentlich dagegen. Aber ja, man kann dann schon so eine kleine Sachen starten, wie gegen Alarm, so eine Sache. Ne? Dann werden diese Daten, so wie sie sind, ein bisschen umgemodelt und dann zu MQTT geschickt. Und da sind sie dann, weiß ich eigentlich nicht, irgendwie für 5 Minuten erreichbar. Man muss halt einen Client haben, der da den Channel abonniert hat. Und dann kriegt er dort auch unsere Fly mit und zeigt diese dann im Gateway auch an. Dieses Protokoll ist extrem einfach. Man muss immer ein bisschen aufpassen. Diese Daten, die gesendet werden, die müssen so kompakt wie möglich sein, damit man halt nicht zu viel sendet und damit es halt auch ankommt. Das ist ganz wichtig. Ja, hier haben wir dann nochmal den Kinetic-Controller in groß. Wie soll ich das jetzt drauf? Achso, weil ich ihn euch vorführen wollte. Genau. Und dann sind wir auch schon fertig. Und ja, dann ist es ja auch schon. Spät haben wir es eigentlich. Wo ist denn meine Maus? Hier seht ihr, oder? Ja. Muss ich denn hier was machen? So, das wird jetzt so eine kleine Einführung. Ihr müsst da keine Angst haben. Auch machen wir noch Windows hier. Und jetzt muss ich hier rüber und da rüber und hier dran. Alles klar. So. Gut, sehr schön. Jetzt muss ich das hier so fernbedienen, alles klar. Also man sieht hier, hier wird die Temperatur angezeigt. Man hat hier im Grunde genommen auch die Möglichkeit, sich die historischen Werte anzuzeigen in Kombination mit anderen Werten. Also wie jetzt zum Beispiel die Temperaturverlauf ist, wie der Zustand meiner Batterie ist. Und da sieht man auch sehr schön, wenn die Temperatur steigt, steigt auch die Spannung der Batterie. Die fühlt sich da wohler, ne? Sozusagen. Zu den Knopfzellen, da sollte man ruhig mal einen Euro mehr ausgeben. Sehr gut sind die Panasonics. Weil wenn man zum Beispiel Briefkastensensor hat und dann minus 20 Grad sollte der auch noch funktionieren und das geht mit den chinesischen nicht, aber mit den Panasonics und so weiter, mit den hochwertigen geht schon. Ja. Guter Tipp für alle Elektroautofahrer. Ja, zum Beispiel. So, dann haben wir hier natürlich noch verschiedene An- und Ausschalter für diese normalen Funkschaltsteckdosen. Die sind auch relativ einfach zu realisieren. Da habe ich auch diese billigen Sender und Receiver für $1. Und die kann man dann direkt an so ein Arduino ranstecken. Der Arduino hängt per USB-Schnittstelle dann an dem Raspberry und dadurch kann man dann wunderbar steuern. Da wird schon eigene Protokolle, eigene Sketch. Super. Hässlich ist halt immer nur, dass man seine Lampe nicht mehr anmachen kann. Nicht? Das führt immer dazu, dass Leute an der Lampe ziehen, drücken, dann ist es aus, dann funktioniert es gar nicht mehr. Ja, dieser Zwischenschalter ist halt. Stimmt, das hat dann, ich habe übrigens das gleiche Problem mit meiner Frau, ja. Also die sieht nur kleine Platinen, die überall rumblinken und die mag das überhaupt nicht. Und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, nicht funktionieren soll, dann gibt es Ärger. Ne? Aber ist schon okay. Dann in meinem Garten seht ihr hier den Mailbox-Sensor. Der ist zurzeit gefüllt, wie man sieht. Erstaunlicherweise, aber mal gucken. Da müsste ich mal meine Frau anrufen, dass sie mal in den Briefkasten geht. Da sieht man dann sehr schön, der wurde irgendwann heute Morgen gefüllt, oder? Erzähle ich jetzt ein bisschen, Moment. Ne, hier ist er noch 0 und hier ist er 1, irgendwann ist er hochgesprungen. Aber die Zeit ist komisch, also irgendwann funktioniert er nicht, ich muss nochmal nachschauen.
Aber so kann man dann sehen, wann wurde der Leben. Also für uns Deutsche ist das eigentlich kein Problem, aber bei den Amerikanern ist das öfters so, dass halt der Bierkasten 100 Meter entfernt ist. Und da wäre schon mal wichtig zu wissen, ist das Ding nur voll oder nicht. Dann haben wir hier den ganz normalen, den ihr gesehen habt, mit diesem blauen Sensor, ja, 27 Grad, 40% Luftfeuchtigkeit. Diese Luftfeuchtigkeit, die glaubt nicht diesen Wert, weil wenn man mal hier schaut, hier haben wir schon 30%. Das ist jetzt Wetter aus dem Internet. Dann haben wir noch den Raspberry selber, wie lange läuft er, wie ist die Auslastung, kann man sich alles als Grafik anzeigen lassen, kein Problem, und man kann das Ding selber dann nochmal schnell hoch und runter fahren. Interessant ist die Sache, die ich euch erzählt habe, heute funktioniert gar nichts mehr. Moment, jetzt mache ich doch nochmal ein Limit. Ich bin noch nicht 8 Meter von meinem Haus entfernt. Ich habe ein iPhone. Ja, Moment. Kann schon sein, ein iPhone ist nicht hier. Guckt die Frau da auch rein und schließt, macht Schlüsse dann daraus? Nee, nee. Aber dazu wollte ich gleich was erzählen. Ja gut, funktioniert irgendwie nicht. Okay. Ihr habt also alle ein iPhone, habt schon richtig erkannt. Und da gibt es ja den Wetter-Service, Search My iPhone oder Find My iPhone oder so. Die hat nur noch die Frechheit, eine API dazu zu veröffentlichen. Und so kann man dann natürlich mit Pymatic also wo dein iPhone sozusagen ist. Und hier wird dann halt angezeigt, ETA, das heißt, wie lange brauche ich, bis ich wieder zu Hause bin. Da wird also gleich Google angeschmissen und dann jetzt mal gucken, ja, da ist noch Stau und so weiter, sagen wir mal 18 Minuten. Ne? Oder halt die Distanz over the air. Und da kann man schon eine Menge mitmachen. Ne? Also wenn man sich das Haus zubewegt und gerade erklärt habe, dann kann man das analysieren und kann dann entsprechend schon mal die Heizung anmachen. Die Kinder wecken, keine Ahnung. Und jetzt seht ihr, meine Frau heißt Olga, da steht nur Ping. Ja? Die hat sich natürlich komplett verweigert. So weit kommt es auch noch, dass du da siehst, wann ich wo war. Ne? Und deswegen darf ich es nur anlegen. Im Grunde genommen, das ist ja erstmal nur die Datenansicht. Ihr habt dann hier so ein Menü, da steht wesentlich mehr drin. Und das will ich euch auch nicht vorenthalten. Wichtig wären die Rules. Das heißt also, bestimmte Aktionen und bestimmte Sachen eintreten. Und da haben wir dann zum Beispiel den Mailbox-Sit-Status full. Das heißt also, wenn sich die Variable erhöht, ja, nur dann, also wenn es ein Event nach oben gibt, nämlich 1, dann wurde was eingelegt und dann gibt es halt, da wird erstmal dieser Präsenz-Button da auf True gesetzt und da wird einfach nur eine Push-Message rausgeschickt, dass die Mailbox geführt ist. Diese ganze Sache funktioniert über Devices, also woher weiß zum Beispiel der Push, dass mein Telefon so eine Software hat und so weiter, dann wird alles über Devices reingehangen, über die Konfiguration. Die zeige ich euch auch gleich. Ihr seht aber, diese Regeln sind relativ simpel, aber man kann sie halt selber programmieren und die können auch sehr lang werden. Weil dann halt immer kommt, dann mach dies und mach dies und mach dies und mach dies. Ne? Und dann wird es dann doch schon ziemlich lang. Hier wird zum Beispiel ein spezielles Ping rausgesendet, um halt die iPhones auch aus dem Schlaf zu wecken und dann anzupingen, um zu sehen, ob jemand da ist oder nicht. Das verbraucht ein bisschen mehr Energie, aber funktioniert. Weil die Dinger ja sich eigentlich schlafen legen und dann sind sie auch nicht mehr im Netzwerk. Ne? Aber man hat ein magisches Paket, da kann man die Dinger dann wecken und dann geht's doch. Tja, ist klar, das ist halt die Regel, um mir mal zu sagen, dass die Pflanze Wasser braucht. Und die ganzen Devices im Grunde genommen sind auch in einer Konfiguration drin. Die zeige ich euch noch und dann ist auch schon Schluss für heute. Man lädt da ein bisschen, die ist ziemlich groß. Also man kann jetzt hier über Devices und diese Dinger, ist ganz nett, aber man weiß ja immer nicht, was dahinter steckt. Deshalb gibt es eben lieber den Code an. Und dann kann man sehen, dass man halt hier ein paar General Parameter einstellt und im Grunde genommen hier mal fernbedient. Okay, hier sind dann die ganzen Plugins. Ja, Cron zum Beispiel, da gibt es auch ein Shell-Plugin, da kann man dann bestimmte Shell-Programme starten für bestimmte Sachen, die man dann machen muss. OpenWeather, da wird dann das Wetter
gelesen sozusagen, Log-Reader, wenn da bestimmte Sachen passieren, kann man bestimmte Sachen auslösen. Das ist der Home-Duino, das ist also der mit den günstigen Sender und Receivern. Könnt ihr das eigentlich erkennen, oder ist das zu klein? Okay. Dann haben wir hier noch die MySensors. Kann ich euch sehr empfehlen, mysensors.org. Ich bringe da noch einen Artikel mit rein. Und hier haben wir Push-Over, habt ihr einen User und einen Token und dann könnt ihr da halt die Push-Messages schicken und dann kommen die ganzen Devices, die dann im Grunde genommen in der Darstellung dargestellt werden. Ja, also zum Beispiel Buttons und so weiter. Also alles in einer Konfiguration, weil ich sehr sexy finde, weil ja, man hat im Grunde genommen alles aus einem Guss. Plugins kann man dann hier in dem Web-Interface auch sehr einfach installieren. Man kann auch die ganze Software updaten und ja, das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe einen trockenen Mund, noch ein paar Fragen. Ja, ja. Verständnisfrage. Du gehst jetzt von übers VPN auf deine lokale Maschine, oder wie kommst du gerade auf die? Auf die? Ja. Naja, da oben steht die IP. Können wir es merken, also jetzt. Also den Port habe ich einfach freigegeben im Router. DynDNS funktioniert ja nicht mehr bei der SAP, wurde ja alt gesperrt. DuckDNS funktioniert nicht mehr und so weiter. Ich habe aber eine Synology BizStation, die haben Servers Quick Connect und der zeigt mir dann die IP an, die ich gerade habe. Das heißt, du gehst aber jetzt unverschlüsselt einfach auf die Maschine drauf. Ja. Ist das so? Okay. Gut, dann wissen wir jetzt mal, wo du bist. Die Sicherheit ist schon, das ist dein User- und Passwort gesichert, ist klar. Du musst dich einloggen. Der liest aber mein Cookie und deswegen bin ich sofort da. Ist das ein HTTPS oder ist das? Nee, normaler HTTP. Kannst du aber auf HTTPS machen. Dann brauchst du da oben Server. Ja, da nimmst du irgend so ein Selbstverständnis. Also, Linux hat ja inzwischen auch schon ein HTTPS gelernt. Noch Fragen? Die Sensorverschlüsselung ist alles sozusagen, das ist erstmal alles unkritisch jetzt. Das ist unkritisch, weil das Protokoll kennt ja keiner. Ne? Oh. Ist ja meins. wir haben im RFM69 kannst du eine AES Hardware-Entschlüsselung reinmachen mit 256 Bit, da wirst du da auf der sicheren Seite. Ich habe halt Probleme mit dem Modul, weil bei mir kacken die immer ab und ich weiß nicht warum. Ja, und RFM12 läuft. Deswegen benutze ich die, aber die anderen Module habe ich auch schon. Der große, also in der Szene ist der große Goal natürlich dann, diese Module noch zu mischen in einem Netzwerk, das wäre ja ganz toll und so. GLabs ist da dran und so weiter. Aber im Grunde genommen haben wir ja dann beim nächsten Event den berühmt-berüchtigten ISP8266-Chip, der kleine Webserver-Chip für $3. Der macht ja dann im Grunde genommen jedes Gerät WLAN-fähig. Und ich glaube, da geht auch so mehr der Trend hin. Ja, also wir werden dann irgendwann alle 1000 IPs haben statt 10. Ja. kurz zu dem ISP8266, wer ihn nicht kennt, das ist ein kleiner Chip. Den haben die Chinesen entwickelt, wir haben da auch einen SMD-Workshop drüber gemacht. Und der kostet halt nur $3. Ja, das ist erstmal der erste Punkt. Er ist extrem billig. Er läuft mit 85 MHz und man hat 32, 40 KB frei zum selber programmieren. Man kann die Pins ansprechen und so weiter. Und das Ding kann sich in jedes WLAN sozusagen einlinken. Man muss nur sagen SSID und das Passwort irgendwo reinschreiben und so weiter. Und dann kann man das Gerät sich in sein eigenes Netzwerk einhängen. Ich habe jetzt vor kurzem einen Tipp bekommen, habe es auch gleich bestellt über AliExpress. Und das ist ein LED-Stripe-Steuergerät. Und auch über UDP werden die Fahrwerte geschickt und dann geht halt der Stripe an. Aufgeschockt, reingeguckt, ISP8266. Und nebenan war ein Pin-Header, da stand RXDX, VCC, GND und dann auch die zwei Pins, womit man das Ding in den Boden oder Boden setzen kann. Und schon hast du ein Gerät mit 5 MOSFETs für $8, was du dann selber programmieren kannst. Das heißt, du kannst also dann Pumpen anmachen, weil diese MOSFETs, die halten bis 20 Volt, 20 Ampere aus. Und die kann man dann sogar noch in PWM, also dimmen sozusagen. Ne? Ist ja klar, sonst würde der LSD, das wird dann eine Farbe anzeigen. Geile Sache, zeigen wir euch dann in 3 Wochen, dann bin ich da auch mit und dann können wir uns das mal anschauen. Habt ihr eigentlich schon mal so irgendwie Ideen mit eigenem WLAN und so, dass wir da nicht irgendwie sicherheitskritisch hier irgendwo uns reinhängen? Oder kann man das Internet-WLAN wenigstens benutzen zum Demonstrieren? Sub-Corporate, Sub-Internet ist beides Enterprise-Office. Ja, okay.
ist die Frage, ob das ein Problem ist. Wenn das noch ein Guest ist. Naja, aber Webseiten aufrufen mit so einem kleinen Ding wird eher schwierig. Ich kann mir überhaupt nicht bringen, eigentlich einen Router mit. Ja, oder dann eigentlich noch viel und dann so ein kleines. Ich denke mal nicht, dass die IT gerade dann da ist, wie ihr Scanner und hier rumrennt, ja. Oder irgendein Rechner als Schutzbot. Ja. Da ist dann so ein Telefon drin. Bitte. Was kostet die Sensoren, die du gezeigt hast? Die sind ja selber hergestellt. Ja, aber. Im Grunde genommen die PCBs halt nach Eagle-Dateien nach China geschickt und habe dann nach 2 Wochen die Sensoren bekommen, die PCBs. Der Sinn und Zweck dieser eigenen Sensoren waren, dass sie so günstig wie möglich hergestellt werden. Und ich habe es geschafft, ich bin unter $5 gekommen, wenn man es genau nimmt, aber nur mit dem RF24N01. Das ist ein 2,4 Gigahertz Transceiver. Da muss schon Glück haben, dass er durch die Decke geht. Diese RFM12, die kosten ungefähr $4 plus Datenherstellung, PCB und so weiter. Und wir sind bei 8. Ich will halt unter 9,99 bleiben. Falls ich dann mal irgendwann die Sachen verkaufe und so weiter, wäre es schon cool, wenn man dann sagt, okay, also hier nimm 5 für 50 Euro und so weiter. Also günstig. Ich will es halt auch selber. Das ist so ein eigener Antrieb, dass es halt günstig ist. Noch Fragen? Gut, dann bedanke ich mich, dass ihr beim ersten hausautomatischen Workshop vom D-Shop dabei wart. In 3 Wochen haben wir noch einen Termin. Das ist dann der 24., 28. Müsst ihr nachschauen. Und dann wird es ein bisschen praktischer. Wir werden also ein bisschen mal demonstrieren. Der Lars, der wird euch dann über Reverse Engineering von dem Siemens Hausnetzwerk was erzählen. Ja, und ansonsten bedanke ich mich bei euch. Bis dann. Super.